Ein marokkanischer Mafia-Boss findet heraus, dass ihn sein Buchhalter um 5 Millionen Euro betrogen hat. Der Buchhalter ist taub und die ursprüngliche Idee war, dass ein tauber Buchhalter nichts mithören und deshalb vor Gericht keine Aussagen machen könnte. Als sich der Marokkaner den Buchhalter vornehmen will, bringt er seinen Anwalt mit, der Gebärdensprache beherrscht. Der Boss lässt fragen, wo die 5 Millionen versteckt sind. Der Anwalt stellt die Frage in Gebärdensprache und der Buchhalter signalisiert zurück: Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Der Anwalt antwortet dem Mafia-Boss. Er sagt: Er weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nun reicht's dem marokkanischen Mafiosi und er zieht eine 9mm Pistole aus der Tasche, hält sie gegen den Kopf des Buchhalters und sagt: Frag ihn nochmal. Der Anwalt signalisiert dem Buchhalter: Er wird dich umbringen, wenn du es nicht sagst. Signalisiert der Buchhalter zurück: Okay, Sie haben gewonnen. Das Geld ist in einem braunen Koffer. Es ist vergraben hinter dem Schuppen von meinem Cousin Enzo, drüben in Neapel. Der Mafiosi fragt: Nun, was hat er gesagt? Der Anwalt antwortet: Er sagt, er hat mit deiner Frau geschlafen.